Und mal wieder herzlich willkommen zu Minecraft. Heute mal wieder mit dem guten Herrn Fail. Guten Tag, ich bin zurück. So, Mr. Fail, was war mal denn heute Schönes? Kommt ganz drauf an. Wir haben ein paar Sachen auf dem Kasten. Also wir müssten einmal buddeln gehen für Schweine, weil ist ja Mangelware. Was ich ja schon versprochen habe, wenn der Mr. Fail nochmal da ist. Beziehungsweise gedroht habe mit. Gedroht. Wieder dumm geschwätzt. Dann wollten wir doch, glaube ich, anfangen, den Hühnerstall zu bauen. Wenn wir dann die Materialien so ein bisschen zusammen haben. Jo, was haben wir denn noch so vor? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin da nicht so ganz im Bilde, so was du in den letzten Folgen gemacht hast. Ich habe meine Hacke gar nicht dabei. Ich hatte ja noch hier das letzte Mal geguckt wegen Lederersatz mit dem Jute-Gram. Ach, da. Stimmt, genau. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Jute ist wahrscheinlich komplett falsch, aber Jute oder was weiß ich. In Deutschland ist es doch Jute. Diese Jute-Beutel. Gibt's doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Kram nicht aus. Ach Quatsch, ich wollte jetzt gerade schon eine machen, aber wir haben ja schon. Und natürlich habe ich die oben drin. Dieser Boy. Hat man noch hier meine Krimskramskiste hier nach oben verlegt, die auch schon wieder voll ist. Boah, dieser Helm. So. Sehr schön. Hast du dich jetzt doch dann entschieden, ist ja schon ein bisschen länger, aber dass du die Regale doch benutzt, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, weil es ja nur 16 Platz sind. Ja, da hatte ich ja geguckt, das war ja die Sache mit dem Livestream von Gronkh da. Genau. Ich glaube, die Folgen von da kommen jetzt gerade auf YouTube. Und da hat er ja gesagt, da gibt es ja Upgrades für. Ja. Was das Ganze doch ein bisschen praktischer macht. Ich glaube, das beste Upgrade verdreizehnfacht den Stauraum und da kannst, glaube ich, 6 Upgrades da reinpacken. Alter? Okay. Die stacken zwar nicht multiplikativ, aber additiv, also ist das trotzdem noch geil. Ist okay. Ich liebe die Sonnenuntergänge. Die sind auch echt stark animiert, finde ich. Nein. Die Farben sind halt echt schön. Wärmer. So, jetzt mache ich das Feld mal noch anständig. Und dann würde ich mal fast sagen, gehen wir mal in die Mine gucken. Muss mal ein bisschen buddeln. Dann kriegen wir Steine. Mit den Steinen können wir einen Hühnerstall bauen. Und dann, ja, haben wir Hühner. Ist so. Ne? Das waren 5. Können wir gerade hier nehmen. Zack, gut. Und ich muss mal noch gucken, dass wir irgendwas Cooles haben, wo wir immer regelmäßig den Komposthaufen mitfüllen. Die Sticks sind eigentlich ganz cool. Oh, Aufnahme fängt an und ich muss niesen. Wunderschön. Mann. Aber das Holz ist mir gerade doch ein bisschen zu schade. Das kannst du da alles reinpacken. So organischen Kram. Hier die Blumen hatte ich überlegt, aber die könnte man auch irgendwann noch brauchen, vor allem weil man die nicht unendlich oft bekommt. Genau. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, auch wenn wir jetzt jede Menge haben. Aber naja. Holz ist dann auch immer so eine Sache. Habe ich dir schon Nutella gezeigt? Ich habe die Folge auf jeden Fall gesehen, wo du es gemacht hast. Weil ich bin ja nicht immer dabei und ich gucke das halt nicht so ganz, ganz aktiv wie ihr da draußen vielleicht. Ich habe dann immer guck nur zwischendurch und sepp mal durch, dass ich auch weiß, um was es hier auch wirklich geht, wenn ich mal dabei bin. Und da habe ich aber gesehen, ja, Nutella gemacht. Der Nutella Master. Ist geil. Aber es ist doch nur ein Snack. Ist doch egal, es ist Nutella. Nutella. Ich liebe Nutella. So, wir machen erstmal nochmal ein paar Toasts. Schön Proviant. So. Zack. Dann gehe ich mal noch hoch gucken, denn wir hatten doch, glaube ich, noch ein bisschen mehr Eisen, genau. Ich will mir jetzt erstmal eine komplette Eisenrüstung machen, dass wir in Zukunft, wenn wir nochmal in Höhlen gehen, nicht ganz so abgefuckt werden. So, Brustteil und Hose fehlen uns, wenn ich mich recht erinnere noch. Und so. Die Butze. Und dann mache ich mir noch 2 Eisenhacken. Kann man ja jetzt ein bisschen rumprollen. So. So. Restliche Eisen packe ich weg. Ich hoffe mal, falls uns die Spitzhacken ausgehen, dass wir bis dahin nochmal Eisenerz gefunden haben und uns einfach in der Mine Neues brennen können. Ich denke mal schon, das ist ja nicht so mega die Mangelware hier. So, das Weizen lege ich mal noch hier in die Essenskiste. Dann Holz, Erde, Stein kann man behalten. Das Fleisch lege ich mal noch hier rein.
Die Ho können wir auch noch hier dazu packen. Die werden wir unterirdisch nicht wirklich brauchen. Und dann zack und zack. Hoch. So. Haben wir eine Eisenrüstung. Wie sieht unser Toast aus? Fertig und fertig. Geil. Sehr, sehr gut. Das mit den Stackgrößen finde ich nur ein bisschen ja, doof. Ja, das ist irgendwie blöd, dass du da nur 8. Ich meine, natürlich macht es ein bisschen schwerer. Ja. Aber es ist doch ein bisschen nervig, bin ich ganz ehrlich. Es ist aber zumindest mal geil, dass er dann, wenn du es im Inventory hast, dass du dann das automatisch da reingelegt bekommst. Ja, das ist auch cool. Aber es frisst halt Platz. Ja, wir müssen mal testen mit den Backpacks. Stimmt. Wenn wir da das mit dem Jute haben, weil die kosten, glaube ich, ziemlich viel Leder. Hm. Machen wir uns da auch mal einen, vielleicht. Also es wäre cool, wenn das aus dem Rucksack auch nachgefüllt werden würde. Das wäre echt geil. Weil dann könnte man sich einfach einen Rucksack mitnehmen, wo man einfach nur sein Essen drin drin lagert und dann hat man nur einen Platz für das ganze Essen. Das wäre auch ganz nice. So. Ach Gott, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Also tief genug war ich und ich bin ja ab und zu immer mal hingegangen. Und solange ich irgendwas hatte, worüber ich labern konnte, habe ich ja noch gebuddelt und dann bin ich irgendwann nochmal rausgegangen. So gerade so, weit es geht. Aber ich glaube, wir waren jetzt bis 12 genau. Ah doch, genau. Die Folge habe ich doch gestern noch angeguckt. Da hast du nämlich auch in den Koordinaten rumgefummelt. Ja, ist zwar mal ein bisschen blöd, wenn man im Stream, jetzt sage ich schon Stream, im Video hier die Koordinaten aufruft und so weiter, weil das sieht immer ein bisschen kacke aus. Ist halt der ganze Bildschirm voll. Alternative ist halt irgendwie, also jetzt nicht in der Höhe, da gibt es gar keine Alternative, außer zählen. Ja. Beziehungsweise du weißt ja dann auch nicht, auf welcher Ebene du bist. Ja. Wobei doch, das kann man sich hier recht gut angucken, weil Wasser ist immer auf, da tropft die Lava von der Decke. Alter. Das Wasser ist immer so auf Ebene 63. Ist, glaube ich, hier Wasserlevel. Ja. Und dann könntest du abzählen, aber das ist auch nicht so das Geilste. Zu viel Aufwand dafür irgendwie. So, dann haben wir ja direkt schon richtig Glück mit Eisen. Sauber. Ich glaube, das waren zwei Adern direkt nebeneinander. Ja, so wie es aussieht. Ist ja auch einiges geworden. Das sind 14 Stück. Geil. 15. Oh, Vorsicht. Oh. Buddel der nach oben. Ja, man hätte es ja tropfen sehen und außerdem Lava fließt ja nicht sofort. Also ja, da hast du immer noch kurz Zeit, schnell zu reagieren. Deswegen ist das nicht so schlimm. So, und jetzt, wer sich vielleicht denkt, Alter, was ist mit euren Stimmen los? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Weil ich glaube, das hört man schon ein bisschen. Ja. So leicht im Arsch. Leicht lediert. Aua. Jo, woran mag das wohl liegen, Mr. Fail? Ha? Ja, gestern war bei uns Abiball, also meine Schwester hat Abitur gemacht und da war ich dann schon und der gute Freddy, der kam dann später auch. Da haben wir halt ein bisschen Party gemacht, hat man auch mal ein bisschen was getrunken, das ist halt laut, da musst du viel rumschreien. Und ja, dann ist man da, entwickelt man sich zum Rappeisen. Ich weiß gar nicht, sagt man das auch so auf Hochdeutsch oder ist das so bei uns oder so? Ja, Rappeisen nicht. Keine Ahnung. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Könnte Wort sein. Von uns ist oder ob das auch irgendwo anders. Aber das sagt man hier so bei uns, wenn man so eine raue Stimme hat. Auch wenn es einem irgendwie scheiße geht und man so eine belegte Stimme. Naja, auf jeden Fall, wir haben gut was an Party gemacht und deshalb ist die Stimme ein bisschen am Sack. Aber ich hoffe, dass es euch nicht so mega, mega stresst, weil wir können ja trotzdem Spaß haben und der Freddy macht hier schon direkt die erste Hacke kaputt. Und ja, läuft auch. Ja. Nee, wie gesagt, also ein bisschen Party sind wir dabei. Und ich glaube, das wird uns auch keiner verübeln. Ist das Redstone? Das ist aber Redstone. Eine andere Textur. Na okay, die Textur ist eh anders wegen dem anderen Gestein. Ich finde das eh so geil. Wenn er dann draufboxt, ist es halt die normale Textur. Tatsache. Logic, der ist noch. Ist das bei der Kohle auch so? Nee. Das Problem ist, ich glaube, wenn man hier wieder das sieht, sehen die ganzen Leute wieder gar nichts. Ich mache jetzt hier mal eine Fackel hin, dann passt da nochmal ein bisschen. Das ist halt auch echt scheiße. Das ist, wenn du das renderst, beziehungsweise dann selber schaust, denkst du dir echt so, fuck, das ist übel dunkel. Naja, ich finde eher die Problematik, dass YouTube das nochmal einen Tick dunkler und unschärfer macht. Ah, das stimmt.
Bei den gerenderten Videos, so den Cobblestone behalten wir, das ist wertvolle Gut. Aber ich fülle das hier mal mit Dreck auf. Weil ich hasse es, Hohlräume zu haben, die unüberschaubar sind. Selbst wenn sie ausgeleuchtet sind. Einerseits stiftet es nur Verwirrung. Andererseits, wenn man es nicht gut ausgeleuchtet hat, kommen Viecher. Jo. So, du nochmal weg. Dann machen wir das hier nochmal dicht. Zack. Und die Erde ist leer. Verdammt. Nee. Egal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich hoffe, das mit der Stimme ist nicht allzu schlimm, denn wir haben eigentlich uns vorgenommen, heute ein bisschen mehr aufzunehmen. Ja. Der gute Mr. Fail hat ausnahmsweise mal Zeit. Das muss man ausnutzen. Aber leider nicht so viel Zeit, dass es sich lohnen würde zu streamen, weil wir sind gerade an einem Sonntagabend hier. Ja. Und Montag ist halt nochmal hier Arbeit und so. Leider. Wobei, wenn man jetzt so mal überlegt, wir hätten schon noch 5 Stunden. Ne, 4. Oder? Wie viel Uhr haben wir? Warte mal. Guck mal gerade. Sollte so... Wir haben 7:15. So. Viertel nach 7 abends. Jo, das geht eigentlich noch. Das geht sogar noch. Wir hätten, also potenziell, ich sag nur so, ich will halt unter der Woche, ist das bei mir so immer, möchte ich gern so gegen 11 ins Bett, weil dann habe ich so meine Anzahl an Stunden, die ich schlafen kann, weil ich muss um 7 Uhr auf die Arbeit und dann bin ich nicht so abgefuckt, weil wenn ich dann, ich weiß nicht, wenn ich nur eine Stunde später oder so ins Bett gehe, dann habe ich schon den übelsten Hass am nächsten Tag und nee, es ist ohne Scheiß so. Das ist auch, wenn ich am Wochenende nicht ausschlafen kann, dann ist die komplette nächste Woche für mich komplett im Arsch. Das ist übel krank. Aber ich weiß nicht, mein Körper hat sich halt so übel daran gewöhnt, dass ich halt dann am Wochenende gerne ausschlafe und dann halt meine geregelten Bettzeiten und Schlafzeiten halt auch wirklich brauche. Das ist auch nur, wenn man dann nachts oder so aufwacht und man denkt sich so, boah, scheiße, jetzt bist du schon wieder zum 3., 4. Mal wach geworden. Dieses Nicht-Durchpennen, das geht auch übelst an die Substanz, das denkt man gar nicht so. Übel krank. Ja, ich weiß, mein Schlafrhythmus ist schon seit Jahren übelst im Arsch. Tja, so ist das. Ich habe das auch teilweise unter der Woche. Ich meine, okay, ich bin Student, da ist halt so nicht immer so ganz der Zwang, pünktlich aufzustehen. Beziehungsweise ist dann auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen im Arsch ist, hockt man halt ein bisschen verschlafen in der Vorlesung. Genau. Aber ja, trotzdem dann so die Sachen von wegen, gehst erst um 4 Uhr nachts ins Bett und stehst dann irgendwie um 8 wieder auf. Das fuckt je nachdem, wann du zur Uni musst oder willst und jo, ist spaßig. Aber ich krieg's auch nicht auf die Reihe, irgendwie vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Das bringt nix. Dann liegst du da noch 2 Stunden wach, hibbelst da im Bett rum und jo, keine Ahnung. Ja, bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich dann wirklich auch um 11 ins Bett gehe, dann penne ich eigentlich da auch relativ fix. Außer meine Freundin hält mich noch auf oder irgendwas, weiß ich. Aber normalerweise, wie gesagt, wenn ich dann da liege, manchmal habe ich sonntags ein bisschen Probleme, weil ich dann halt am Wochenende auch relativ lang aufbleibe. Aber, ja. Klappt mit dem Eisen immer. Ist ja echt ein Traum. Schon 22 nochmal. Rettstöhn. So, jetzt müsst ihr mal auf die Textur achten. Ja, und? Die Textur und zack, andere. Auch voll buggy eigentlich. Ah, stört ja nicht. Nee, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Schlimmer wäre, wenn kein Redstone rauskommen würde oder so. Das stimmt. Ich meine, Redstone brauchen wir momentan sowieso nicht. Nee. Außer also wir wollen irgendwie, wie heißen sie, die Pistons bauen. Ach, stimmt, ja. Die Pistons brauchen wir auf jeden Fall noch wegen dem Honig. Fällt mir mal gerade so ein. Lecker. Weil man muss ja, damit wir wirklich, also momentan haben wir ja nur die Honig- und Wachswaben. Genau. Und da gibt es noch eine Presse, die man dafür ja, braucht, bauen, dass man den Honig und den Wachs da trennt. Und mit der Presse kannst du, glaube ich, auch noch Fruchtsaft machen, wenn du hier jetzt Obst hast. Einfach mal einen Apfel da rein, dann gibt es Apfelsaft. Geil. Ist eigentlich auch cool. Ist halt die Frage, ob das im Gegensatz zum normalen Apfel mehr bringt. Gute Frage. Cool wär's. Aber ich muss sagen, das Schlürfgeräusch bei Getränken ist echt noch nerviger als das beim Essen. Das Geräusch, ohne Scheiß. Ich meine, beim Essen ist das dieses... Das so von mir aus. Oh,
Ah, stimmt, wieder dieser komische Stein, wovon ich nicht weiß, wo wir das, für was der gut ist. Kann man das vielleicht irgendwie bei den Dorfbewohnern eintauschen? Nee, das ist ja nicht der, das Markt. Ach stimmt, ne, das waren Smaragde, gell? Ich habe keine Ahnung, für was die Dinger da gut sind. Okay, komisch. Gibt auch keine Rezepte hier im Dingens. Okay. Dingensbummens, weißt du, was ich meine? Ja, in dem. Ist das ein Fossil? Das ist Salz. Oh. Kann man damit auch kochen? Jupp. Alter, das ist echt cool gemacht. Wobei es mich auch mal noch interessieren würde, ob man Salz noch auf andere Art bekommt, außer von den Erzen. Kann Weil man. eigentlich irgendwie. Salz anbauen geht ja nicht. Du kannst es ja Nee, nur. aber vielleicht durch Wasser. Wasser und dann vielleicht. Warte mal, vielleicht kann man. Filterung. Warte mal, wie kriegt man es denn auch. Kriegt man das sonst noch irgendwie anders her? Das ist ja Ja, eigentlich mehr eine Ab Wasser, ist mehr eine Salz. Ablagerung. Ja. Oder halt so in den Gesteinen drin, ja, aber. Egal. Aber ich sag mal so, Salz jetzt aus hier dem Wasser zu gewinnen, dass man da sich irgendwie so eine Salz, wie nennt man das? Salzfarben kannst du ja nicht sagen. Ja, das ist. Das hat einen speziellen Namen. Ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach, aber. Salin, ne? Ja, so ist Sowas es in der übrigens. Richtung. Dass du halt das Wasser, das Salz aus dem Salzwasser gewinnst. Yes. Ich meine, hier in dem Spiel wird nicht zwischen Süß- und Salzwasser unterschieden. Aber es ist ja auch in anderer Hinsicht nicht unbedingt immer logisch. Zum Beispiel, dass man sich unendlich Wasser aus endlich viel Wasser erzeugen kann. Aber sowas wäre noch ganz cool. Weil ich finde es immer in solchen Spielen blöd, wenn es Ressourcen gibt, die man nur begrenzt haben kann. Ich finde halt immer schöner, wenn man das nachhaltig haben kann. Das mit den Bienen finde ich jetzt noch okay. Da ist es aber auch ein bisschen, ja, schade, dass du praktisch alle Bienen, die du hast, finden musst. Also du kannst nicht aus einem Bienenstock mehrere bekommen. Okay. Das ist ja die Mechanik so komisch, dass wenn, also die Königsbienen haben Ausdauer. Ja. Wenn die leer ist, produziert die halt nichts mehr und um eine neue zu bekommen, musst du halt die alte wieder verwerten. Aber du kriegst auch nur maximal eine neue raus. Was halt auch nicht unbedingt der Realität entspricht. Eigentlich nicht. Das sind doch auch so Megatiere, die knallen doch auch die ganzen Waben voll und da sind doch ganz viele Viecher dann auf einmal. Ich meine, die Bienenköniginnen und die Arbeiterbienen, das sind halt Unterschiede, aber Ja, trotzdem klar. bringt ein Bienenstock nicht nur eine einzige Königsbiene hervor. Ich finde das Oh, eher. da sind Oh, wir in da eine ist es Höhle eine rein. Höhle. Das sieht wie ein Minenschacht aus. Hab ich auch gerade gedacht. Oh. Oh, und noch ein White Power Bobby. Oh, ja, das ist ein Minenschacht. Cool. Dann können wir hier mal ein bisschen durchlaufen. Zack. Das Cool hat sich bestimmt gerade sau lustig angehört. Cool. So schön rau. Cool. Cool. So, erstmal hier ein bisschen ausleuchten. Bevor hier nochmal die Scheiße rauskommt. Oh. Ach, das sind nur Blumen. Ich dachte gerade. What the fuck? Die wachsen auch unterirdisch irgendwie. Das ist Also, aber. beziehungsweise werden generiert. Das Ja, ist, das naja. ist irgendwie komisch. So, mal noch das Eisen hier mitnehmen. Ich hab das Eisen, Popeisen. Ich werd bekloppt, 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 Bekloppt. lalalala. Kohle, 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 Kohle. Nee, der Bekloppt-Song und der Bulimie-Song, die waren schon legendär. Das Krasseste war einfach nur, wie der da einfach. Ich glaube, das war bestimmt ohne Aber er hat Scheiß es bis 10. heute nicht gelernt. Ne. Wir machen ja immer den Trick Fackeln rechts, dann sieht man, in welche Richtung man gehen muss, um nochmal zum Ursprung zu Ja. kommen. Oh. Oh, ein Sattel. Cool. So, und das Ding hier an sich, keine Ahnung, das braucht man nicht. Zack. Eingerastet. So, man merkt ja, hier oben drüber ist noch was, aber ich will den jetzt ungern in seiner Gänze erkunden. So, die Kohle lassen wir erstmal. Das Salz nehmen wir noch mit. So.
Und wir sind hungrig, deswegen gibt es jetzt erstmal nochmal was zum Knuspern. No. Falls wirklich hier nochmal Monster kommen, da wäre die Lebensregeneration doch wünschenswert. Und wichtig. Mabon. Oh oh. Oh je. Ich glaube, das ist eine Schlucht. Guten Tag. Jupp, ist das vielleicht unsere Schlucht? Wie unsere Schlucht? Ja, ich war ja letztens in der Höhle noch drin und ach, da war stimmt, auch ein bisschen ja größer. Ja, klopft. Wo oh, kommt der denn her? White Power Boy, von oben schon runtergejumpt. Nein! Oder von hier. Oder hinten. Da. Scheiße. Alter, bist du ein Evasion Boy, Alter. Er versteckt sich einfach hinter einem Stück Zaun. Alter, ich glaube, wir gehen hier auch gleich nochmal raus. Das hier müssen wir ein bisschen besser vorbereiten. Was ist der ganze Scheiß? Oh, oh. Kennst du noch das Grasmonster? Ja. Das hier ist das Golderz. Das sind wir schon so. Achso, ja klar, wir sind so tief. Ja. Pass auf, dass er hier von hinten da nochmal kommt. Ja, das wäre ja unschön. Wobei der ist im Wasser, der. Die kommen da. Okay. Das ist ein kleiner, oder? Ah, ne, der backt, ja, der backt rum. Nur im Boden rum. Ja, die, nee, der ist aber kleiner gewesen, 100%. Sicher? Der war auf jeden Fall kleiner. So, egal. Was ich jetzt hier aber gerne machen würde, ist das hier so ein bisschen absichern. Das Grasmonster. Das war hier das untere Stockwerk, was wir jetzt komplett ausgeleuchtet haben, ein bisschen safe haben. Jo. Dann können wir uns hier vielleicht auch so einen kleinen Zwischenposten machen. Holen wir uns hier mal eine Werkbank hin. So. Pfeile Boy. Und machen uns eine Tür. So. Das war hier Wissen, hier ist safe. Hier brauchen wir keine Angst zu haben. Wobei hier mache ich noch die Kohle. Die Kohle und eine Fackel hin. Weil hier war es doch noch etwas dunkler, als mir lieb ist. Wobei das, ich finde es mit dem, wie heißt es? Wir haben auch nicht mehr so wirklich viel Platz. Dafür haben wir nochmal einiges an Kobbel. Wie heißt denn der Shit jetzt? Irgendwie das HD-Teil. Nicht Optifine, sondern HD-Teil? Ja, damit die Texturen so besser aussehen. Der Shader, so, das wollte ich sagen. Der macht das Licht auch teilweise. Also ich finde es geiler, aber manchmal ist ein bisschen dunkler. Nicht, ja. Weil du siehst halt, wenn du das normale Minecraft spielst, da wirklich wie weit es instant dann geht. Und so siehst es halt nicht so gut. Also ach, hier kann man rein, das sollte man vielleicht mal noch ein bisschen offensichtlicher machen. Yeah. Ich meine, die Fackeln haben das schon gesagt, wo wir da hin müssen. Aber ja. So. Und so können wir das auch mal lassen. Klasse. Oh, guten Tag. Alter, hat schon instant umgedreht. Was ist ein Assi? Genau deswegen will ich hier eine Tür hinhaben. Solange kein Grasmonster kommt, ist ja sowieso alles egal. So, ich würde jetzt aber sowieso nochmal rausgehen. In der Hoffnung, dass es nicht unbedingt zu dunkel ist. Weil, jo, die Ausbeute ist eigentlich ganz cool. Ist sogar mehr, als ich, glaube ich, in unserem kleinen Höhenabenteuer bekommen habe. 33 Eisen ist schon nice und dann der ganze Stein. So. Wir haben es ja jetzt ein bisschen dicke. Da kann man ja den hier noch machen. Hui. Nee, ich denke mal, die Ausbeute ist ganz gut und unsere Taschen sind halt schon recht voll. Jo. Und ich muss hier mal noch Treppen hinmachen. Das Springen ist immer saunervig. Zum Glück zieht das nicht viel vom Hunger. Jump, jump, jump. Yes, yes. So, lass mich raten, es ist dunkel draußen, oder? Nö, nein. Ist hell. Licht. Wir sind wieder am Tageslicht. Ich hätte keinen Arbeitsplatz am Tageslicht, gell? Sagte der Minenarbeiter. Dulz. So. Das war nix. Ich hasse diese scheiß Löcher. Vor allem, die siehst du auch bei dem ganzen Gras nicht. Ey, du Loch.
So, und dann würde ich auch noch gleich mal noch das gute Bäumchen da abholzen. Und Kompost. dann können wir uns mal noch angucken, wo wir den Hühnerstall hinbauen. Ich glaube, die Steine werden dafür noch nicht reichen, oder? Ach, wahrscheinlich nicht ganz, aber wir sind schon eigentlich gut dabei. Es sind 1, 2, 3, 5. 6 Stacks. Ja, tatsächlich, da oben war noch einer. Und Gut. das ist Ist schon schon ganz okay. okay. Vor allem der Hühnerstall ist ja nicht groß. Ja. Also dafür sollte es eigentlich reichen. Hoffentlich. So, ich werfe jetzt schon mal den ersten Kram in den Ofen und dann ist die Folge auch schon zu Ende. So, ich hoffe, man hört die Mausklicks nicht. Was Zufall. mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Weg, weg. Nein, nein. Weg und weg. Das sind die falschen Cobblestones. Ich muss ja erstmal noch den hier machen. Hätte ich fast unser ganzes Gedöns verschwendet. Jetzt ist die Kohle zwar ein bisschen Abge. Kacke, aber. Ja. Ja. Besser so als einen ganzen Stack Steine verschwenden. Oh Mann. So. Jetzt würde ich aber echt sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann.